Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Question and Answer. Ich habe euch auf Instagram nach euren Fragen gefragt und habe die fleißig gesammelt und möchte nun jetzt endlich das Question and Answer umsetzen. Ich werde das ein bisschen aufsplitten. Ich werde jetzt hier bei Ruby beginnen und dann gehen wir zu Q über, weil es gab allgemeine Fragen zu den Pferden, es gab Fragen zu Ruby, es gab Fragen zu Q. Und wir fangen an mit den allgemeinen Fragen und mit Ruby. Und switchen dann nachher quasi einmal zum Q um. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir doch direkt an. Gab es in diesem Jahr Probleme wegen dem Cushing? Das Cushing-Thema, ja. 2018 war wirklich ein, was machst du? Richtig, richtig gutes Jahr. 2018 war echt super. Also wir hatten echt keinerlei Probleme, was das Cushing betrifft. Wir haben das echt wirklich gut im Griff. Ich finde, gerade jetzt im Winter, er sieht richtig gut aus. Wir haben ihn schön auffüttern können. Er ist voll dabei. Er ist motiviert. Er ist frech, wie man sieht. Auch beim Reiten, er macht super mit. Auch beim Laufen lassen. Also der ist immer an, der ist wach. Der hat richtig Spaß im Moment an seinem Leben, glaube ich. Und das zeigt, dass wir momentan, Gott sei Dank, alles richtig gemacht haben übers Jahr. Dass wir auch mit der Fütterung und mit den Medikamenten und allem drum und dran, dass das wirklich ein guter Kreislauf ist, was eben halt dazu führt, dass es ihm auch sehr gut geht. Welche Medikamente bekommt Ruby? Ruby bekommt Tabletten, die nennen sich Prasent. Das sind die einzigen Tabletten, die es auf dem Markt auch gegen bzw. für das Cushing gibt, halt einfach, die das unterstützen, dass diese Symptome eingedämmt werden und alles. Und davon bekommt er 1,5 Stück am Tag. Wie sieht Rubys Woche aus? Seine Woche sieht tatsächlich immer ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, wie er drauf ist. Aber im Moment ist er halt wirklich sehr gut drauf. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche 3-mal geritten, 2-mal longiert und 2-mal hatte er frei. Also ich schaue natürlich immer, dass er so ein bisschen seine freien Tage auch auf jeden Fall hat. Aber er muss sich halt trotzdem auch bewegen, weil man sieht halt auch einfach aktuell davon, dass er so gut aussieht, dass es genau das richtige Programm für ihn ist. Wenn wir ihn longieren, dann longieren wir am Kappzaun. Er muss dann nicht immer doll arbeiten. Also einen Tag die Woche longiert der Toto ihn. Ja, da macht er eigentlich so ein bisschen ein ordentliches Programm, aber jetzt halt nicht viele Übergänge und Sonstiges. Das erarbeite ich mit ihm dann. Und ich glaube, er zeigt uns im Moment, dass er damit sehr zufrieden ist. Nicht? Werden deine Pferde geschoren? Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Ruby geschoren. Dazu habe ich euch auch mitgenommen in meinem letzten Follow Me Around. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich verlinke es euch einmal oben. Das ist bei ihm einfach nicht anders möglich, dadurch, dass er halt durch das Cushing ein so extrem Fellwachstum hat, also so ein extremes Fellwachstum, dass er einfach extrem Teddyplüsch hat. Und er ist schon immer der Typ dafür, dass er unheimlich schnell schwitzt. Und mit dem Fell ist es einfach so, mit diesem wahnsinnig dicken Fell, dass er nach 5 Minuten bis 10 Minuten Traben schon pitschnass ist. Er schwitzt sehr viel nach und er braucht lange, bis er trocknet. Und deshalb ist das die einzigste Alternative für uns gewesen. Man muss auch dazu sagen, dass es ihm jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr deutlich besser geht, seitdem das Fell ab ist. Also er ist noch wacher, er hat weniger Probleme mit angelaufenen Beinen. Also er fühlt sich so deutlich wohler. Q hingegen hat eigentlich gar kein Winterfell, der hat eigentlich fast immer noch sein Sommerfell. Also der ist nicht plüschig und nix, den haben wir auch nicht geschoren, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Da würde ich nicht viel runterholen und deshalb ist der Q nicht geschoren. Hatte eins deiner Pferde schon mal einen Sehnenschaden? Also der Q ist ja noch so jung, der hatte Gott sei Dank noch keinen Sehnenschaden oder mit irgendwie Probleme mit sowas oder in der Hinsicht. Er hier allerdings, ja. Er hatte 2010 einen diagnostizierten Sehnenschaden, und zwar tiefe Beugesehne vorne beidseitig plus Knorpelschaden vorne rechts. Es folgte ein halbes Jahr Schrittgehen, es folgte eine Reha im Aquatrainer und dann ein ganz behutsames und langsames Antrainieren wieder, was aber alles gut funktioniert hatte. Wir haben danach Gott sei Dank nämlich nie wieder Probleme in dem Bereich gehabt. Sind Ruby und Q miteinander verwandt? Ja, die beiden sind tatsächlich miteinander verwandt. Zwar über 10 Ecken, ganz hinten irgendwo. Also Rubys Uropa ist Qs Ur-Ur-Uropa, meine ich. Ja, irgendwie so in dem Bereich.
Sind Ruby und Q sich vom Charakter her ähnlich? Oh ja, die beiden, die sind sich in manchen Sachen so ähnlich und doch sind sie so grundverschieden. Es ist einfach diese Grundeinstellung. Der Ruby war immer ein Pferd, der nie großartig irgendwie am Anfang schon einen Schritt zu viel auf einen zugemacht hat. Der hat immer Respekt vor Menschen gehabt. Also wahrscheinlich auch dessen, wir haben ihn ja vom Händler und wir wissen ja nicht, was vorher mit ihm irgendwie war. Einfach wahrscheinlich aus dem Grund, der hat irgendwie sehr Schlechtes in seinem Leben erlebt. Der wollte sich am Anfang auch nicht gerne anfassen lassen. Und der Ruby ist so ein Typ, da reicht es fast, ihn anzuschreien. Und dann sagt der, okay, ich höre auf damit oder ich mache, was du möchtest. Der Q ist genau das Gegenteil. Der Q hat natürlich auch noch nie schlechte Erfahrungen mit Menschen gehabt. Also hat er auch keine Angst vor Menschen, aber er hat auch keinen Respekt. Ja, also der panzert einen auch gerne mal über den Haufen oder wenn er rechts abbiegen will, will er rechts abbiegen. Das ist, ja, momentan sind wir da noch erziehungsmäßig immer noch dran zu arbeiten, dass er so ein bisschen mehr auf den Menschen hört. Es gibt Tage, da läuft es sehr gut, da gibt es Tage, die laufen noch nicht so gut. Aber was will man halt bei so einem jungen Pferd dann auch immer erwarten? Da kann man nicht erwarten, dass es von Anfang an alles rund läuft. Ich meine, der Ruby und ich, wir kamen von Anfang an sehr gut klar, aber es hat sehr lange gedauert, bis er mir vertraut hat. Das ist beim Q so ein bisschen anders, weil er halt eben dieses Urvertrauen noch hat. Ansonsten sind es einfach manchmal so Kleinigkeiten, so Momente, wo ich da stehe und dann Q angucke und denke, das hätte der Ruby sein können. Oder der Ruby macht auf einmal irgendeinen Blödsinn, wo ich mir denke, als ob die zwei nebeneinander stehen würden und der Kleine ihm erzählt hat, was man alles so für Scheiß machen kann. Ja, also das ist einfach, sie haben beide den gleichen liebevollen Blick in den Augen und beide lieben ihre Menschen, ja, auch wenn es bei Ruby sehr lange gedauert hat, bis er halt eben da dieses Vertrauen reinbekommen hat. Aber jetzt schmatzt er hier ins Mikro, auch gut. Sie sind beide einfach ganz, ganz besonders auf ihre eigene Art. Vermisst du den Turniersport? Ruby und ich sind ja im September 2015 unsere letzten Turniere geritten. Dann kam das ja auch mit der Diagnose und alles. Und ich muss sagen, ich habe das Turnierreiten gerade im ersten Jahr extrem vermisst, unheimlich vermisst, weil einfach der Turniersport jahrelang ein ganz fester Bestandteil in unserem Leben war. Und ich auch immer sehr, sehr gerne Turnier geritten bin. Und das war für mich schon sehr schwer. Damals hatten wir ja Q auch noch nicht. Das heißt, ich wusste gerade so im ersten Jahr auch nicht, wo geht die Reise überhaupt hin? Wie soll das alles weitergehen und alles? Mit Q, muss ich sagen, hat das aufgehört, weil ich halt einfach natürlich wieder ein Perspektivpferd habe, eben auch für die Turniere. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn das wieder losgeht mit den Turnieren. Und wenn ich das erste Mal dann selbst auch wieder Turnier reiten kann. Hallo? Hallo? Und ja, ich war halt einfach schon immer durch und durch irgendwie auch ein Turnierreiter. Auch wenn ich jetzt nicht der Mensch bin, der jeden Tag extrem hart dafür trainiert hat oder sonstiges. Aber es war einfach ein sehr großer Teil unseres Lebens und den ich auch sehr genossen habe und ja, den ich eine Zeit lang auch sehr vermisst habe. Wie alt warst du, als du das erste Mal geritten bist? Wie alt ich war, als ich das erste Mal geritten bin? Also das erste Mal saß ich als Baby auf dem Pferd. Also da war ich noch kein Jahr alt. Da saß ich bei meinem Bruder im Sattel mit. Und richtig angefangen zu reiten, ja, da war ich, keine Ahnung, 9, 10, 11. Da bin ich mal so auf Reiterferien und so gefahren. Und wöchentlich angefangen zu reiten in der Reitschule habe ich mit 12. Dazu gibt es aber sogar ein komplettes Video über meine Geschichte, wie ich mit dem Reiten angefangen habe und sowas. Und das verlinke ich euch auch hier oben zum Draufklicken. Wie viele Schabracken hast du? Eine Frage, die so häufig von euch kommt. Ich verstehe gar nicht, warum. Also ich habe unzählige Schabracken. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich würde jetzt grob schätzen, dass es zwischen 50 und 70 Stück sind. Ich muss dringend ausmisten. Ich muss dringend auch Sachen einfach mal rausschmeißen, weil ich einfach einiges schon länger nicht mehr benutzt habe oder auch einfach, ja, es nicht mehr so meinem Stil entspricht. Ich war ja früher sehr knallig und habe ja alles draufgepackt. Das ist ein bisschen anders geworden. Das ist jetzt nicht mehr so extrem wie früher. Ich meine, ich bin auch ein bisschen älter geworden. Lass doch mal die Nase drüben. Und ja, deshalb muss ich jetzt anfangen auszumisten. Und dann kann ich euch auf jeden Fall trotzdem gerne nochmal ein komplettes Update drehen, weil das Video von meiner damaligen Schabrackensammlung, also die habe ich alle noch tatsächlich, ist ja doch schon ein bisschen länger her. Wann bist du das letzte Mal vom Pferd gefallen? Das war 2016 bei meinem Trainerschein. Da bin ich nämlich beim Geländetraining vom Pferd gefallen. Das hatte vorher schon mal ein paar Mal gebockt. Ich habe mich aber immer gut gehalten.
Und dann sind wir nach einer Distanz über Baumstämme, die echt gut geklappt hat und ich so stolz war auf mich, dass sie funktioniert hat, hat er dann nochmal gebockt gehabt und damit hatte ich in dem Moment einfach nicht gerechnet und dann hat es mich aus dem Sattel geschmissen. Und davor bin ich tatsächlich jahrelang nicht vom Pferd gefallen. Also ich bin von ihm hier insgesamt zweimal runtergefallen, das in jetzt fast 16 Jahren und das ist schon sehr lange her. Wie schaffst du beide Pferde zeitlich zu bewältigen? Auch eine Frage, die sehr oft von euch eben kommt, wie ich das alles so zeitlich schaffe. Das hat einfach folgenden Grund. Ich arbeite ja seit letztem Jahr im Sommer nur in Anführungszeichen noch halbtags und fahre quasi nach der Arbeit zum Q und fahre danach dann zum Ruby. Der Ruby ist es ja gewohnt, dass ich eigentlich immer nur abends da war. Deshalb ist es für ihn auch keine Umstellung gewesen. Und so geht es, dass ich das zeitlich hinbekomme. Ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich zeitlich noch mehr schaffen, weil ich mir einfach aber sehr viel Zeit nehme für beide Pferde. Gerade beim Kleinen muss ich mir halt einfach mal zwischendrin noch sehr viel Zeit nehmen. Da ist halt einfach vieles noch nicht so selbstverständlich. Und dann braucht man halt bei manchen Sachen einfach länger. Aber die Zeit nehme ich mir sehr gerne, weil ich verbringe einfach super gerne Zeit mit meinen beiden Jungs. Jetzt haben wir umgeswitcht und sind beim Kleinen und kommen nun zu euren Q-Fragen. Wolltest du so ein junges Pferd? Da kann ich sagen, nein, absolut nicht. Das war definitiv nicht mein Plan, ein so junges Pferd zu kaufen. Das war ja eher Zufall und eine Bauchrausentscheidung, die ich aber bis heute keinen Tag bereue. Wobei ich jetzt schon sagen muss, mir nochmal so einen ganz Jungen zu holen, glaube ich, würde ich jetzt nicht machen. Aber ich bin unendlich dankbar, dass dieses Pferd ja den Weg zu uns in die Familie gefunden hat. Bleibt Q Hengst? Gibt es Probleme mit den anderen Einstellern, weil Q Hengst ist? Q wird erstmal auf jeden Fall Hengst bleiben. Wie lange, das wird sich einfach zeigen. Ich habe da keinen Plan. Im Moment benimmt er sich eigentlich sehr ordentlich. Das, was er momentan so ein bisschen rummacht, das ist auch teilweise einfach Jungpferdeallüren. Das hat nicht großartig was mit Hengst zu tun. Wir haben ja auch regelmäßig Bodenarbeit, damit ich einfach eben diesen Umgang mit ihm noch mehr lerne. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Wir wachsen immer mehr zusammen. Und also aktuell ist es jetzt so, Stand jetzt, dass er Hengst bleiben wird erstmal. Aber wie lange, das werden wir dann einfach sehen. Und Probleme im Stall bei uns haben wir tatsächlich nicht. Dadurch, dass wir bei uns im Stall relativ viele Hengste haben auch, ist das eigentlich so Alltag bei uns. Und deshalb habe ich da absolut kein Problem mit anderen Einstellern oder Stutenbesitzern, weil ich einen Hengst habe. Wie groß ist Q? Ich habe das letzte Mal Q gemessen vor ungefähr 4 Wochen. Da hat er die 1,70 jetzt gehabt. Er ist, glaube ich, momentan gerade wieder am Wachsen. Also wir vermuten es. Er ist jetzt gerade hinten aktuell so ein bisschen höher. Ich bin gespannt, wie lange er noch wachsen möchte. Trägt Q Hufeisen? Nein, der Kleine trägt keine Eisen. Er ist barfuß. Er hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Hornqualität, aber das hat sich wirklich deutlich verbessert. Und er hatte auch am Anfang vorne einen Spalt und er hatte hinten eine hohle Wand. Jetzt schläft er gerade komplett ein. Das ist so süß, weil jetzt zuckt er. Auf jeden Fall, der Spalt vorne ist komplett weg. Den haben wir echt gut, der konnte komplett rauswachsen. Das haben wir echt gut im Griff bekommen. Und die hohle Wand hinten, die ist jetzt auch bald verschwunden. Ich denke noch so 1, 2, 3 Beschlagsperioden und dann ist die auch weg. Hast du erwartet, dass das Anreiten so gut klappt? Nein, das habe ich so definitiv auf jeden Fall nicht erwartet gehabt. Ich hatte eigentlich gar keine Erwartung, weil ich einfach auch keine Erfahrung eben mit den jungen Pferden anreiten habe. Und ich muss aber sagen, dass ich trotzdem damit gerechnet habe, dass wir auf mehr Probleme stoßen. Und das sind wir absolut gar nicht. Zu keinerlei Zeit, also auch bis heute nicht beim Reiten. Er ist krass kooperativ. Er arbeitet unheimlich gut mit. Er will seinem Reiter immer gefallen. Also das ist echt Wahnsinn. Was sind deine Ziele in der Ausbildung von Q? Ehrlich gesagt habe ich gar keine wirklichen Ziele. Also ich habe einen Traum. Ich würde gern halt mit ihm irgendwann da anschließen können, wo ich mit Ruby quasi aufgehört habe. Ob er aber halt allerdings
Doch, ich glaube schon, das Potenzial für S-Dressur und so wird er haben. Aber ob wir den Weg dann irgendwann wirklich einschlagen, das wird sich einfach zeigen mit der Zeit. Also ich bin zwar ein Mensch, der unheimlich viel plant und der sehr durchorganisiert in manchen Sachen ist, auch wenn ich in meinem Alltag auch etwas chaotisch manchmal bin. Aber wenn ich etwas gelernt habe bei so einem Jungpferd, ist, dass man bei einem Jungpferd keinen Plan haben sollte, weil der meistens wahrscheinlich eh nicht aufgeht. Und ich lasse das einfach alles auf mich zukommen. Wann zieht Q zu Ruby in den Stall? Auch das steht nicht fest, weil ich einfach im Moment so glücklich bin mit der Ausbildung, mit meinen Trainern, wie das läuft, wie das Pferd sich entwickelt. Und ich einfach auch noch nicht so weit bin, um zu sagen, ich manage ihn 7 Tage die Woche selbst, ich reite ihn komplett alleine und eben halt auf Hilfe dann auch angewiesen bin. Und solange ich eben dieses Gefühl habe, wird er auf jeden Fall auch noch in Ausbildung bleiben. Und dann irgendwann ist es auf jeden Fall mein Wunsch, dass beide Pferde in einem Stall stehen und ich auch die Facherei nicht mehr habe. Möchtest du mit Q auch springen? Nein, also es ist absolut nicht mein Ziel, dass ich mit dem Pferd springe. Ich möchte, dass er vielseitig ausgebildet wird, also dass er auch in beiden Disziplinen gefördert wird. Aber das werde ich nicht machen, weil ich einfach ein Springschisser bin. Und dafür habe ich eben die Profis an der Seite, die das dann machen können. Das wird einfach nichts mit dem jungen Pferd. Also wenn man Angst hat beim Springen, glaube ich, und unsicher ist beim Springen und dann mit dem jungen Pferd auch springt, muss nicht so sein, glaube ich. Also das traue ich mir einfach nicht zu. Auch wenn er brav ist und sowas, aber das muss nicht sein. Wenn ich da irgendwas versemmel, dann habe ich den für immer versaut oder sowas. Nee, nee, nee. Welches Gebiss verwendest du für Q? Welchen Sattel verwendest du für Q? Das Thema werde ich jetzt einfach erstmal nur kurz anschneiden. Wenn ihr möchtet, mache ich da mal gerne einen ausführlichen Bericht drüber, welche Ausrüstung wir am Ende jetzt für ihn gewählt haben. Also ich reite mit Sprengergebissen. Ich habe 2 Stück ausprobiert und zwar ein einfach gebrochenes anatomisches Gebiss und ein doppelt gebrochenes. Ich habe mich da auch ausführlich wirklich beraten lassen, auf was es auch drauf ankommt, auf was man achten muss bei der Gebisswahl, wie auch die Anatomie des Pferdemauls ist und sowas. Und er läuft tatsächlich mit dem doppelt gebrochenen besser. Also das mit dem einfachen gebrochenen ging es auch, aber man merkt einfach, dass er sich auf dem doppelt gebrochenen deutlich wohler fühlt. Mein Dressursattel ist ein Iconic-Sattel. Da bin ich mega happy mit dieser Wahl. Erstmal ist dieser Sattel sowas von krass sitzbequem und so gemütlich. Und er lässt sich halt einfach auch später, also auf dem Hinblick gerade auf später, immer super anpassen. Der hat ein auswechselbares Kopfeisen. Also ich kann verschiedene Kopfeisen reinmachen. Ich kann noch 2, 3 Nummern weitergehen. Der lässt sich aber auch so super anpassen mit dem Polster. Und er geht auch sehr, sehr zufrieden mit dem Sattel. Also da bin ich mega, mega happy mit. Bedeutet Jungpferdearbeit auch mehr Zeit und Arbeit zu investieren? Jungpferdearbeit bedeutet definitiv mehr Zeit und Arbeit zu investieren. Genau. Musst du jetzt ins Mikro schnarchen? Also man muss sich einfach in manchen Sachen einfach auch die Zeit nehmen. Jetzt gerade so im Verhältnis zum Ruby, den ich ja seit Jahren kenne und wo wir ein eingespieltes Team sind. Der Q musste ja so viel Neues auch lernen. Der kannte das ja alles gar nicht. Stillstehen am Putzplatz, beim Fertigmachen, alles im Umgang. Das bedeutet definitiv einfach auch mehr Geduld haben. Das hat er mich auch wieder gelehrt, dass ich einfach mehr Geduld haben muss, manchmal einfach auch mal abwarten muss. Es ist für mich kopfmäßig sehr anstrengend, anstrengender als bei Ruby, definitiv, weil ich einfach weiß, in Anführungszeichen hört sich jetzt blöd an, aber Ruby funktioniert, wie ich will. Bei ihm muss man halt immer mit was Unvorhersehbarem rechnen. Das heißt, man muss immer wach sein und immer dabei sein. Also er macht mich kopfmäßig manchmal ziemlich fertig. Er macht mich manchmal auch nervlich ein bisschen fertig, wenn er mal einen Spackotag hat, wo er meint, alles ist doof. Was aber auch natürlich völlig normal ist bei einem jungen Pferd, was er auch haben darf. Aber es ist halt manchmal, wo ich denke so, oh, ich bin dann froh, wenn ich abends hier wegfahre quasi und dann beim Ruby ankomme und den Ruby raushol und es funktioniert einfach alles. Aber ja, also man muss halt einfach den Pferden ja auch viel Neues beibringen. Und wie gesagt, das hat nicht nur mit dem Reiten zu tun, sondern auch mit dem ganzen Alltag und alles. Und das kostet eben Zeit. Soll Q im nächsten Jahr, also 2019, schon Turnier laufen? Welche Prüfungen soll Q gehen? Wirst du ihn reiten oder deinen Bereiter?
Ja, also 2019 möchte ich definitiv, dass dieses Pferd Turniere kennenlernt. Wir werden mit Reitpferdeprüfungen beginnen. Also diese Jungpferdeprüfung, wo es erstmal nur außen rum geht und alles, damit er einfach auch natürlich erstmal die Turnieratmosphäre kennenlernt. Das wird am Anfang auch die Kim übernehmen. Das werde ich nicht machen, weil ich mir das einfach nicht zutraue, weil ich jetzt schon weiß, dass meine Nerven am Rad drehen werden. Was machst denn du jetzt? Oh. Ey! Juckt's? Juckt's? Kein Problem. Lass alles raus. Deshalb überlasse ich das erstmal den Profis, die eben genau das eigentlich einem täglich Brot machen. Für mich ist einfach erstmal wichtig zu sehen, wie verhält er sich auf dem Turnier. Ist alles gut? Ist er glotzig oder ist ihm alles egal, wie zu Hause auch? Und dann werde ich auch irgendwann erstmal sehen, wann ich mich selbst bereit dafür fühle, auf dem Turnier zu reiten. Ob das jetzt dann nächstes Jahr schon ist oder ob das danach das Jahr erst ist, das werden wir sehen. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich hoffe, einige eurer Fragen konnten jetzt beantwortet werden. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie doch in die Kommentare. Ich werde mir die nächsten Tage Zeit nehmen, euch das dann alles ausführlich und in Ruhe nochmal zu beantworten. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.